Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, was es hier auf diesem Kanal noch nie gab. Und zwar gefrorene Früchte. Und zwar die, ich muss es vorlesen, Schofolade, Schokofrucht-Schokolade aus dem Edeka. Da habe ich sie her, beziehungsweise von der Firma Oswald, die ich irgendwie schon mal gehört habe. Aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Habe ich neulich entdeckt, ihr wisst ja, ab und zu kommt die Verzweiflung hoch, oh, du brauchst Testvideos, dann laufe ich durch den Supermarkt und gucke, was ich finde. Und es hat dann sich herausgestellt, dass diese gefrorenen Schokofrüchte sehr interessant sein könnten. 130 Gramm sind drin, der Preis, 3,59 € ist natürlich ziemlich gewaltig. Das kann man nicht schönreden, vor allem, weil es nur gefrorene Früchte sind, mit Schokolade eben. Aber gar nicht so schlecht und es hat mich irgendwie auch interessiert, sie mitzunehmen. Ich hätte euch ehrlicherweise gerne mehr Sorten vorgestellt, aber ich fand es dann zu teuer, so viel dafür auszugeben. Es gab noch irgendwas, ich glaube mal mit Blaubeere? Da gab es noch drei, vier andere Sorten. Jedenfalls, ich habe das Geilste genommen, weil Schokobanane ist das Beste. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ich soll 15 Minuten, soll sie 15 Minuten draußen lassen erstmal? Das ist ja nervig. Dann hole ich jetzt erstmal eine raus. Ich zeige sie euch gleich. Ihr müsst jetzt auch Geduld haben. Lege jetzt erstmal hier eine Schofolade raus. Oder legen wir mal lieber zwei Schofoladen raus. Dann lasse ich die jetzt noch einen Moment antauen, dann komme ich gleich wieder. Aber wir können ja schon mal auf die Zutaten schauen. Seht ihr da hinten? Ich müsste mal wieder aufräumen. Das ist der Putzlappen aus dem Auto, mit dem ich neulich die Kratzer aus meinem Auto rausgemacht habe. Da waren so kleine Kratzer drauf von so einer Waschstraße, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann habe ich die mit so einer Politur rauspoliert. Und das ist ein Blumentopf dahin. Okay, darum geht es jetzt nicht. Schofolade, so sieht es aus. Bananen gefroren in Milchschokolade. Die Nährwerte, 374 Kilokalorien, 22 Gramm Fett, Kohlenhydrate und Zucker. Bananen selber haben so um die 100 Kalorien, wenn ich mich recht erinnere. Fett jetzt natürlich nicht, aber hauptsächlich Zucker. Sprich, das, was wir hier haben, die ganze Umdrehung kommt von der Schokolade. Und es ist gar nicht so wenig Schokolade drin, nämlich 55%. Also wir haben hauptsächlich Schokolade. Und was gut, kann man jetzt überlegen, was irgendwie 100 Gramm Schokolade ist teurer als 100 Gramm Bananen. Aber wo jetzt der Preis irgendwie herkommt, natürlich fürs Verarbeiten und so. Ja, ich finde so 2,50 hätte es aber irgendwie auch getan. Vollmilchschokolade 55%, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butter, rein Fett, Emulgatoren. Dann haben wir Vanilleextrakt drin und 45% Bananen. Also zumindest haben wir jetzt hier keinen Schrott. Wir haben Vanilleextrakt drin, wir haben vernünftige Schokolade drin, hier irgendwie kein Trash. Und dann eben die Bananen. Hoffentlich haben sie auch schön reife Bananen genommen und nicht irgendwie so diese noch so ein bisschen harten Bananen. Genau, also rausholen, 15 Minuten Vorfreude erleben, Schofolade genießen, Glücksmoment erleben. Oh, Glücksmomente, wenn es Glücksmomente sind, ist 3,59 € natürlich schon wieder angenehm. Ich habe jetzt hier schon zwei Stück rausgeholt. Den können wir jetzt einmal so reingucken. Die tauen hier auf. Also sind sie, was ich jetzt ganz interessant finde, ist, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt hier ist. Also bei 3,59 € erwarte ich keine Fetzen. Dann möchte ich wenigstens schöne Stücke haben. Und dann lasse ich auch jetzt kein Argument gelten. Weil wenn ich jetzt der Firma schreiben würde, würden sie sagen, ja, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, wir verbrauchen alles der Bananen. Dann sage ich, sorry, interessiert mich ein Scheiß. Nachhaltigkeit ist schön, aber dann könnt ihr das gerne auch alles in so einem Verschnitt geben und in so einem TK-Billigladen verkaufen für weniger Geld. Wenn ich 3,59 € bezahle für meine Schofolade, dann möchte ich schöne Stücke haben. Und nicht so ein Trash vorbei. Das ist, man muss ehrlicherweise sagen, das ist das einzige Stück, was jetzt hier nicht schön aussieht. Die anderen sehen eigentlich ganz gut aus. Und irgendwie reizt es mich wirklich sehr, die gleich zu probieren. Deswegen bin ich jetzt auch einfach mal neugierig und schneide eins schon mal auf, obwohl es vielleicht noch gefroren ist. Oder ein bisschen zu sehr gefroren. Wobei, die kann man eigentlich fast schon essen. Ich glaube auch nicht, dass die Banane wird dann wahrscheinlich weicher, wenn es antaut. Aber dann kann ich mir ja gleich einfach nur, also warum muss es dann gefroren sein? Stimmt eigentlich, ne? Wahrscheinlich gefroren, damit die Banane innen drin nicht braun wird, weil wenn ich es jetzt 15 Minuten draußen lasse und dann vielleicht innen drin die Banane aufgetaut ist, oder zumindest fast, dann kann ich ja gleich kalte Bananen aus dem Kühlschrank nehmen mit Schokolade. Die sind dann halt nicht so lange haltbar, versteht ihr? Dann ist ja irgendwie der Sinn der gefrorene Banane verloren, wenn ich es so lange draußen lassen soll, dass es auftaut. Wobei, wie gesagt, in 15 Minuten wird es sicherlich noch etwas kälter sein als eine Kühlschrankbanane. Aber ich verstehe schon, was ich meine. Irgendwie, deswegen werde ich es jetzt vielleicht doch auch gefroren probieren. Gefrorene Schofolade. Riecht übrigens sehr geil. Mmh. Super knackig. Ich habe empfindliche Zähne, was kälter angeht. Deswegen eigentlich ist es irgendwie,
gefährlich. Man beißt, man will draufbeißen wegen der knackigen Schokolade. Und dann kommt aber diese eiskalte Banane und dann zieht es an den Zähnen. Lecker. Lecker. Man muss sagen, also das ist jetzt 5 Minuten draußen. Innen drin ist die Banane aber tatsächlich nicht steinhart gefroren, sondern eher so kristallin. Das ist von der Konsistenz vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss sich vorstellen, das ist dann so ähnlich wie so kristallines Eis. Also so sieht es jedenfalls nicht aus. Die Schokolade ist sehr lecker. Es ist sehr leckere Schokolade. Wohingegen ich jetzt so vom ersten Bissen denke, dass die Banane noch ein bisschen reifer hätte sein können. So ein bisschen süßer. Aber irgendwie ist das geil. Das zieht. Das ist gefährlich. Ich kann mir vorstellen, dass man die so im Mund nimmt und so schön zergehen lässt. Dann mal aus die Schokolade und dann die gefrorene Banane. Aber das Geile ist wirklich, diese Schokolade ist unsagbar knackig. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Also, ich finde es geil. Ich finde es lecker. Und wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es mir wirklich öfter kaufen. Ich finde es irgendwie lecker. Es ist, ich sehe schon, wie die Leute schreiben, das kann man sich alles selber machen. Ja, ja, aber mein Inner will es nicht selber machen. Ich hätte keine Lust, es mir selber zu machen, wobei das vielleicht wirklich noch sehr einfach ist. Wobei Schokolade temperieren auch nicht das Allereinfachste ist. Man kann es sich selber machen, man kann aber auch, wenn man Sticker hat, in den Laden gehen und es sich einfach kaufen. Vom Preis, wie gesagt, abgesehen, finde ich das sehr, sehr lecker. Die Idee ist jetzt gang und gäbe, gibt es auf jeder Kirmes, dass man irgendwie schokolierte Bananen hat. Ist natürlich ein Klassiker, aber das so gefroren habe ich so noch nicht erlebt. Und auch wenn es, wie gesagt, irgendwie ein bisschen komisch ist, weil ich glaube, manch einer wird da wirklich Probleme haben, auf eine gefrorene Frucht drauf zu beißen, weil es dann wirklich zieht. Weil wenn man Eis isst, dann lässt man die ja meistens eher so am Zunge, am Gaumen zergehen und beißt nicht auf das Eis selber drauf. Da sind nämlich, denke ich, viele Leute empfindlich. Von daher kann man es natürlich auch hingehen und dann einfach lutschen. Aber hat man wirklich erst recht keinen Sinn mehr an gefrorenen Bananen. Also irgendwie bin ich nicht so ganz sicher, wie praktikabel das dann letztlich alles ist. Aber es schmeckt mir einfach gut. Die Schokolade ist einfach super knackig. Und eure Meinung zu diesem Produkt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe jetzt ein bisschen Call of Duty zocken und wünsche euch einen schönen Tag. Mein Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Schönen Tag euch. Macht's gut und ciao.